Wir sind das Team Artemis, bestehend aus Studenten der Universität Bremen und wissenschaftlichen Mitarbeitern des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Der Name Artemis steht für Autonomous Robot Tests for Exploration in Space. Die mobile Plattform ist ausgestattet mit 6 Rädern, die an einer flexiblen, passiven Radaufhängung hängen. Damit ist der Roboter in der Lage, starke Steigungen auf sandigen Untergründen zu bewältigen und auch über Hindernisse, die ungefähr einem Raddurchmesser entsprechen, hinwegzufahren. Wir sind unglaublich geländegängig und ich würde sagen, mit Abstand haben wir den besten Manipulator. Der Arm, der ist wirklich darauf ausgelegt, dass er halt runde und eckige Objekte optimal greifen kann. Es ist nur ein Motor, mit dem er betrieben wird. Er hat eine Tiefenbildkamera, er hat eine zusätzliche Kamera fürs Nachregeln. Er hat Kraftsensoren, dass er nachregeln kann. Also sobald irgendwie ein Schlag kommt oder ein Stoß, greift er fester zu. Zur Steuerung nehmen wir einen Standard-PC, auf dem komponentenbasierte Software läuft. Das heißt, wir haben Komponenten für unterschiedliche Aufgaben, die der Rover während der Gesamtmission ausführen muss. Zum Beispiel ein Software-Modul, was sich um die Kartierung kümmert. Dann haben wir ein Modul, was sich um die Navigationsplanung kümmert, um Kollisionen mit Hindernissen zu vermeiden. Ja, insgesamt ist die Gesamtaufgabe sehr komplex. Und das zeigt sich halt auch daran, dass wir ganz viele unterschiedliche Module nutzen, die wir untereinander koordinieren müssen. Und auch die zeitlichen Abläufe, die wir da bestimmen müssen. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, an der wir aber auch unseren Spaß haben. Auf jeden Fall. Was lernen wir? Das Graph Slam zerlegt sich, wenn es zu holprig wird. Bei der Quali hatten wir es, dass wir über den kleinen Hügel gefahren sind. Schon war die Karte ja kaputt. Und danach waren Hindernisse in der Karte und er konnte gar nicht mehr fahren. Man hat einerseits Softwareprobleme und andererseits hat man Hardwareprobleme. Zum Beispiel hatten wir einen gerissenen Schirm innerhalb des Arms, da haben wir einen halben Tag nachgesucht. Man braucht viel Ausdauer und darf nicht die Nerven verlieren.